Oh, ich bin so froh, wieder draußen zu sein. Sie hat uns kein Wort verraten von dem, was sie hier macht. Deshalb muss sie leider hingerichtet werden. Oh, ich darf nicht. Ich frage mich halt, also dadurch, dass ich nichts weiß eigentlich, außer ein paar Namen, ob die Personen hier echt sind, so. Ob hier wirklich jeder irgendwie was anderes sucht. Through here. Und du weißt Bescheid, ja? Ich muss mir erstmal kurz ein Ticket holen. Hallo? Great experience. Oh ja, das sind alles Dinge, die kannst du nachher in der Google-Bewertung so bestätigen. Dieser komische Schmetterling da, den sie sich da tätowieren lassen hat. Take a breather? What? No, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all... No. Let's just keep moving. Hätte ich auch richtig Bock, mit einer fremden Person, die dazu noch ein bisschen unheimlich ist, drüber zu sprechen. Na guck mal, hier waren wir. Aber hier müssen wir bestimmt nicht nochmal zurück. Deswegen darf das zubleiben. Sag mal, das ist hier eine private Angelegenheit, wenn ich hier auf den Schacht möchte. Dann verkneife ich mir das noch. Das ist was Lässiges. Ah. Aber hier ist offen. Oh. Manchmal sind auch gute Sachen drin. Ich sage ja, Toiletten müssen durchsucht werden. In jedem Spiel. This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Sicher ist es das. Who is that? Victim. Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Opfer der Verfolgung durch Jenny. Carol führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, wird nie vergessen werden. Frag mich, wie sie reagiert, wenn wir auf Unholde stoßen. Wahrscheinlich so ein Sidekick, der dann einfach wegrennt, schreiend. Sich irgendwo versteckt. Ah, guck mal. Gut, dass ich noch hergekommen bin. So far from home. Ich bin echt gespannt, wenn ich weiß, was ich damit machen soll. Wow. Waffeln sind am Start, aber keine Reste von Eiscreme zu sehen. Das hat er sich noch schnell gegönnt, bevor er los ist. Oh, ich wollte die Behälter ausdrehen. Brain Freeze. Brain Freeze. Genau derselbe Eisladen. Mit genau demselben Angebot. There, we can go through the motel. Durch das Motel. Was, haben wir eine Karte?
Ach, guck mal, das ist jetzt alles. Villa Baldwin. Mhm. Da gehen wir jetzt hin. Aber hier weiter links war noch was, ne? Und hier könnte man noch irgendwo reingehen, glaube ich. Ja. Mit einer Polizeiauto durchsuchen. Whoa! Hey! Why'd you do that? Überleben will. Und man so schlecht durch die Scheiben gucken kann. So. Hast du gesehen? Spielmechanik, Junge. Musst schon wischen. Wie hörst du dazu? Oh, oh, hier brauchen wir eine Stange. Krieg ich jetzt eine Stange her? Shit. Was soll die denn sein? Bin ich hier? Whoa. Not getting through here. No reason to. It's the wrong way anyway. Ja, aber wer verursacht hier so eine Spalten? Und hier auch. You think it'll stare back? Wagenheber. Also komme ich so auch nicht zu Baldwin Villa. Also müssen wir. Wir haben keine andere Wahl. Wehe, die Stange ist nicht im Motel. Aber ihr wisst, wir müssen noch mal kurz nach rechts gucken. Hey! Wrong way. We already passed the motel. Whoa. Irgendwie scheißt gerade die Performance richtig ab. Was ist passiert? Hey, wait. Ich bin Profi. Falls ihr das unten gesehen habt, der hat gerade geschrieben. James. Alter! Ah, der war wieder. Am besten immer nur einmal zuschlagen. Kacke. War unnötig. Aber wir haben ja ein bisschen weit. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Profi, bin abgehärtet. Ich schaff das mit dem Schlafen. Das tut mir gut. Das tut mir gut. Zieh die Lampe an hier. Vehicle Repair Shop. Die könnte auch eine Stange haben. Wenn die wieder alles zu wäre. So, und hier ist bestimmt gleich wieder eine weite Kluft. James, your wife, what was she like? Or is? Sorry, I'm not. That's fine. Why do you ask? Just curious. I'm not sure I want to talk about it. Oh, come on. You said we look alike. At least give me something. Well, she, she liked to play the piano. I'm not sure if you're really that much alike. Oh? I don't strike you as the pianist type?
Let's just leave it. Sure, James. Kann ich nie doch gehen? Okay. Irgendwann muss hier eine Blockade kommen. Sonst bin ich viel zu wild und zu frei. You know we're heading the wrong way, right? Ja, wir gehen doch gleich zurück. Just bear with me, okay? Whatever you say, big man. Es sei denn, ich darf dich da abgeben. Dann können wir zuerst eingehen. Na? Ja, danach habe ich gesucht. Oh, fuck. More of those things. Er wird kotzen. Ah. Weit aus, Junge! Der andere ist wieder aufgestanden, ne? Nee, doch nicht. Okay. Blöde Maul! Oh, ist ein Käfer hier, den habe ich gehört. Einer kriegt hier noch rum. Das ist vorne, genau vorne am Eingang. You think you just saved my life back there? Ja. Glad I did. Yeah. So am I. Guck mal, hier ist unsere Barrikade, die wir erwartet haben. What is it? Nothing. Just déjà vu. Déjà vu. Ja, wahrscheinlich geht's allen so, nehme ich jetzt mal an. Die wurden hierher gezogen. Vielleicht gibt's ja von jedem hier irgendwas, was er sucht. Irgendwie so, ist er? Pete's, oh, das haben wir hier auf dem Flyer gesehen. Das versprach maximale Action und Spaß. I could really use a warning next time. Dafür gibt's leider keine Taste. Das ist wirklich offen. Die Bowlingbahn. You know, you can wait outside if you want. I'll just look around the place. Why would I want to wait outside? I thought you might not want to. James, if you don't want me around anymore, you can just say it. No, it's not that. Just a stray thought. Whoa. Oh, eine Pizza. Ugh. This town's full of monsters. Who could just sit here and eat pizza? Er kann doch nicht so richtig alt sein, ne? Die sahen auch brauchbar aus. No, ich muss die Bahn kurz warten und dann können wir los.
Dann stecken wir den Heber rauf. Und dann jetzt zum Motel. Oh hier, die Bahnrekorde. Nee, doch nicht. Allgemeine Pictures. Zugekettet. Wo sind wir? Was? Geschichts... Ach, Geschichtsverein. Wenn wir schon hier sind, wollen wir da noch kurz andocken? Später werde ich den Weg bestimmt nicht nochmal laufen wollen. Kurz den Geschichtsverein. Oh. They're coming. Just keep us. Kommt er her? Nutrition. Oh. Mann. Hello. Bin gleich da. Nothing safe with you around, huh? Nichts ist hier sicher. Hey, I'm all for taking the scenic route, but we're not getting any closer to where we want to be, just so you know. This road actually leads out of town. I know, I just walked. Yeah. Has been for a while. You know what's in there? Not sure. I'm not even sure when was the last time anyone's been inside. Oh God. Did the monsters get him? Maybe. Doesn't make much difference now. Yeah. Ich kann fortgehen, indem ich hier bleibe. Ich kann nur fortgehen, indem ich hier bleibe. Ansonsten nur Schmutz. War das ein Hund? Der war doch eben noch nicht hier, ne? Again. Okay. Macht halt immer Sinn, so ein bisschen die Ränder zu erkunden, ne? Die Notiz hat mir jetzt nicht unbedingt geholfen. Wäre es nicht schlauer? So. Na komm, den nieten wir mal weg. Wir haben ja ein bisschen Munition. There's more of them. No, mal gucken, inwiefern sich das gelohnt hat. Oh, ja, schön rinkriechen. You sure that's a good idea? Immer. Yeah, it's fine. Just give me a minute. Hey! You okay in there? Schon aufgemacht. Can you let me in?
Eben mal zwischendurch ist echt heftig. Ah, das war schon mal gut. Von drin ist alles verschlossen. Komisch. So, anything good in here? No. As good as it gets. Entlassungswelle im Krankenhaus. Brookhaven bedroht die Zukunft der Einrichtung. Die Massenentlassungen im Krankenhaus in Brookhaven gehen weiter. Mehr als 10 Mitarbeiter wurden entlassen, womit sich das Personal des Klinikums um mehr als die Hälfte reduziert. Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnte der Personalmangel eine Gefahr für die Patienten darstellen. Brookhaven ist ein Krankenhaus mit einer langen Geschichte. Gegründet wurde es 1810, als eine tödliche Epidemie die Gegend um Silent Hill heimsuchte. Seither hat das Krankenhaus den Bewohnern der Stadt ununterbrochen Hilfe geleistet, doch immer mehr Anwohner beschweren sich, dass die Präsenz eines Psychiatrieklinikums inmitten der Ortschaft negative Auswirkungen auf die Gemeinde habe. Die Einwohner befürchten, dass sich der Vorfall von vor 2 Jahren wiederholen könnte. Ein Vorfall von vor 2 Jahren. Das ist ja vielleicht auch ein Problem. Ich kenne den ersten Teil gar nicht. Boah, wie viel Munition hier liegt. Doch, doch, das war schon cool. Wir dürfen jetzt richtig Blei verteilen. Erstmal eine Anmeldung, aber sieht schon schlecht aus. You ever stayed in a place like this? The walls are so thin, you can hear everything. Love, hate, jealousy. Speichern ist gut. James? Is everything all right? Ich speichere gerade. Hey, you okay? Lass mich in Ruhe. It's like you froze for a second. Yeah, I, it's fine. Und safe. Ja, das mit dem Tastencode und Supermarkt habe ich auch verkackt. Falls irgendwer was braucht, ich repariere die Rohre in 107. Vielleicht hat der den Code für uns. In Control. Ja, du bist nur so ein bisschen im Weg. Hm. 101, wir sollen nicht stören. Hm. 102. Locked. Hm. Strange. Why is that strange? I, never mind. Jeder Mensch hat das abgeprügelt. Mit einem Hammer oder so. Oh, 106 ist offen. Hm. Cozy. This room. There's something wrong with it. I think we should leave. Oh, loosen up, James. It sure beats running around with those monsters out there. I'm not so sure. Dann ist 107 wahrscheinlich oben. Matratzen, Prüfung. Oh.
again. Er wird vermutlich nicht mehr in 107 sein. Das ist so unlogisch, dass so viele Sachen von innen abgeschlossen sind. Why, thank you, good sir. Jetzt muss er nicht nur die Rohre reparieren. Das ist ein Werkzeug. Eins, drei, acht, null. Eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr. Lass mich das mal gleich machen. Sonst vergesse ich das. Ich will sonst mal diese Stifte. Das würde ja heißen. Null. Vier. Null. Eins mehr. So, okay. 0451. Mal gucken, ob das so hinhaut. Das hat er jetzt einfach hier so hingelegt? Hey. You think I'd look good in this one? Ist das nicht genau derselbe Wisch, nur mit einem anderen Rock? Ach, muss ich jetzt echt... Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Okay. Steckt sie das hin? Wahrscheinlich aber noch gar keine andere Wahl, ne? Ist jetzt kein Bonus-Safe oder so. Das ist hier ein Muss. Oh, fuck. Entschuldigung. Piep. Piep. Da ist er. Der Schlüssel für den Hof. Get up! Thank you. Nachschuss gesetzt. Wir verschwinden von diesem gruseligen Ort. I'm not sure I would have made it. Just stay close. Konnte ja keiner mit rechnen. Tja. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr könnt schlafen. Helmut, ich hoffe, du auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.